Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 205 vom 18. September 2020. Und zu dieser Folge begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, und mir gegenüber sitzt Philipp Hanse. Ganz herzlich willkommen aus unserem Lagestudio. Wie gewohnt vorweg ein paar Hausmitteilungen, in dem Fall ist es nur eine. Nochmal tausend Dank für eure Abos, es ist wirklich der Rettungsanker in Corona für dieses Projekt. Und wir bekommen in dem Zusammenhang auch immer mal wieder so Anfragen, ob wir denn noch andere Zahlungsmöglichkeiten anbieten. Also momentan kann man ja unser Abo unter lagedernation.org/plus nur mit einer Kreditkarte, auch mit Apple Pay, aber letztlich ist ja eine Kreditkarte dahinter, bezahlen. Und kam immer wieder die Frage, ja, geht das nicht auch per Lastschrift oder geht das nicht auch per PayPal? Ja, ganz genau. Und daher möchten wir euch mal gerne fragen, wie würdet ihr denn am allerliebsten euer Abo bezahlen? Ja, diese Umfrage richtet sich vor allem an die Menschen, die jetzt noch kein Abo haben bei uns. Wie würdet ihr das gerne bezahlen? Wir können jetzt nicht versprechen, dass wir das direkt umsetzen, denn technisch ist das alles ganz schön komplex. Aber wir würden einfach gerne wissen, was eure Wünsche sind und schauen dann mal, was geht. Dazu haben wir eine kleine Umfrage geklickt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und würden uns sehr freuen, wenn die Menschen, die sich das vorstellen könnten, uns zu unterstützen mit so einem Soli-Abo, da mal kurz klicken, was so ihre Präferenzen wären. Und müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt ja irgendeinen Namen eingeben, aber wenn ihr eure E-Mail-Adresse eingebt, hilft uns das natürlich auch wiederum sehr, weil wir euch dann gegebenenfalls anschreiben könnten, wenn es was zu testen gibt. Aber wie gesagt, keine Versprechung, dass es da was geben wird, aber wir gucken mal, was geht. Werbung. Die Welt der Weine ist ja wirklich spannend, aber eben auch furchtbar kompliziert, denn die Auswahl an Weinen ist schier unüberschaubar. Und um euch das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, da haben die Weinexperten von weinfürst.de hochwertige Weine mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für euch zusammengestellt. Auf weinfürst.de erhaltet ihr jetzt als Neukunde oder Neukundin mit dem Gutscheincode LAGE bereits ab dem Warenwert von 60 Euro einen Rabatt von 30 Euro. Entdeckt also euren neuen Lieblingswein, ein Probierpaket oder auch ein Sparangebot und löst euren Gutschein Lage ganz einfach im Warenkorb ein auf weinfürst.de. Und sollte euch doch mal ein Wein nicht schmecken, bekommt ihr unkompliziert euer Geld zurück. So das Versprechen. Geht also zu weinfürst.de/lage. Link findet ihr auch in den Shownotes. weinfürst.de/lage. Werbung. Ja, und damit kommen wir zu unserem ersten Thema, Philipp. Wir müssen mal wieder auf die Situation rund um das sogenannte neue Coronavirus schauen, denn die Situation in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern scheint sich doch massiv zuzuspitzen. Inzwischen ist die Rede wieder allein in Deutschland von über 2000 Neuinfektionen pro Tag. Ja, wir hatten ja auch schon überlegt, wie wir jetzt damit umgehen, aber ich denke, die Lage hat sich nicht fundamental verändert. Es gibt halt nur diese Anzahl von Neuinfektionen und Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Charité in Berlin, hat halt angedeutet, dass es dabei eben um mehr geht als die Schwankungen im Sommer, die vor allen Dingen auch durch Reiserückkehrer und Rückkehrerinnen verursacht wurden, wo eben die Ansteckungsherde im Ausland lagen und die Leute kamen halt dann hier mit der Ansteckung her und die ist dann in vielen Fällen halt doch abgeebbt. Jetzt scheint die Lage eine andere zu sein, dass die Infektionen, die jetzt gemessen werden, eben auch hier im Land entstanden sind auf diesen Superspreading-Events und insofern ist die Lage schon eine andere, auch wenn wir noch nicht bei diesen 6.000 sind, die wir im März hatten, neu registrierten Neuansteckungen pro Tag, scheint es aber doch insofern andere zu sein. Wir testen mehr, es sind mehr junge erkrankt, da haben wir ja auch drüber geredet. Trotzdem wollten wir das nicht vorenthalten und gerade vor diesem Hintergrund finde ich es zum Beispiel extrem merkwürdig, dass die Spiele der Fußball-Bundesliga wieder vor Zuschauern stattfinden können, wenn auch sehr ausgedünnt, extrem reduzierte Anzahl von Zuschauern und Zuschauerinnen. Aber das finde ich ist doch verwirrend. Das ist ein kommerzieller Unterhaltungsbetrieb, wo ich mich schon frage, also ist das jetzt der richtige Punkt, da Zuschauer reinzulassen? Ich kann verstehen, dass einige Vereine da das Geld auch brauchen und so, aber dann soll man die lieber finanziell unterstützen, denn diese Fans, die reisen ja an, das ist mit der U-Bahn, weißt du, da gibt's Staus, da hat jetzt am Wochenende haben Fußballspiele des DFB-Pokals stattgefunden, wo die Leute sich in den Armen lagen, wo sie keinen Mindestabstand gehalten haben, wo die Masken nicht auf hatten, wo die rumgebrüllt haben. Bayern gegen Schalke, der Bundesliga-Auftakt jetzt. Erst sollte er doch mit 7.500 Zuschauern stattfinden. Jetzt findet er ohne Zuschauer und Zuschauerin statt, weil eben die Zahlen in München doch wieder hochgegangen sind. Das zeugt für Vernunft. Aber ich finde es irritierend.
Ja, ich bin da auch ehrlich gesagt am Schwanken, was ich davon halten soll. Ich sehe das im Ansatz wie du, Philipp. Ich meine, ich kann verstehen, dass es einfach viele Menschen gibt, für die Fußball, wie heißt es so schön, die wichtigste Nebensache der Welt ist. Ich gucke das auch gerne. Ich bin auch Fußballfan und ich finde Spiele ohne Zuschauer auch nicht schön. Ich kann auch verstehen, wenn Fans sagen, ja, da geht die Fußballkultur flöten, wenn wir da am Mindestabstand halten müssen, dann muss ich sagen, dann ist das so. Ja. Und die wird wiederkommen, sobald die Spiele wieder mit Zuschauern stattfinden, dann wird die Fankultur auch wieder da sein. Ja, und es gibt ja ganz andere Bereiche der Kulturwelt im weitesten Sinne, die ganz anders betroffen sind. Gerade so das Stichwort Solo-Selbstständige fällt uns da ein. Dazu kommen wir gleich noch ausführlicher auch in der Lage. Also muss man schon ganz ehrlich sagen, da werden, das ist jedenfalls auch mein deutlicher Eindruck, gerade doch sehr unterschiedliche Maßstäbe angelegt. Beim Fußball werden Dinge möglich gemacht, die in anderen Bereichen nach wie vor aus gutem Grund nicht gehen. Ich bin da auch sehr kritisch denke vor allem, du sagtest das eben gerade, Philipp, ne? Masken werden nicht angelegt, Abstände werden nicht eingehalten. Ja, das mag so sein, aber vielleicht gehört das eben auch irgendwie zu dieser Fußballkultur und wahrscheinlich können sich die Menschen dann auch einfach nicht so richtig im Griff haben. Wahrscheinlich geht es einfach nicht und im Hintergrund spielt da sicherlich auch dieses Stichwort Corona-Müdigkeit eine große Rolle. Also viele Menschen sind es einfach nach einem guten halben Jahr Pandemie jetzt leid, da Schutzmaßnahmen einzuhalten? Das ist die Frage. Also es gibt ja diese, Cosmo heißen die, glaube ich, diese Untersuchung, dieses Barometer der Universität Erfurt ist es, glaube ich, die ja immer messen, wie ist denn so die Zustimmung zu diesen Corona-Maßnahmen? Und da ist das nach wie vor sehr hoch. Es sind 17% der Leute, die das für übertrieben halten, diese Maßnahmen. Also die große Mehrheit sieht das schon positiv. Na gut, aber 17% Superspreader reichen ja eben auch schon, ne? Und mal ganz ehrlich, ja. Klar, 17% klingt jetzt erstmal so, als wenn die weit überwiegende Mehrheit es immer noch einhält. Auf der anderen Seite reichen eben schon wenige Menschen, um andere Menschen in Gefahr zu bringen. Und du sagtest es eben auch, ne? Also jedenfalls bei diesem Fußballspiel hat es anscheinend nicht so richtig geklappt mit Abstand und Maske. Und in dieselbe Richtung, ja, wachsende Corona-Müdigkeit, wenn auch Gott sei Dank noch nicht in der Mehrheit der Bevölkerung, zeigt auch eine aktuelle Pressemitteilung der Bundespolizei, die hat nämlich erste Zahlen gemeldet von den Kontrollen so des Maskenverhaltens bei der Bahn. Die Bundespolizei meldet, sie hat etwa 15.000 Leute in den letzten Wochen darauf hingewiesen, dass sie doch mal eine Maske tragen müssten. Und ich meine, das ist eine Riesenmenge von Menschen, die sich offensichtlich von alleine nicht dran gehalten haben. Und etwa 200 haben sich sogar in dem Moment noch renitent verhalten, wo sie angesprochen wurden. Und die wurden dann teilweise jedenfalls an die Ordnungsämter weitergemeldet und kriegen jetzt ein Bußgeldverfahren. Also in anderen Worten, vielleicht ist es eben noch kein Mehrheitsphänomen, diese Corona-Müdigkeit oder gar Corona-Renitenz, aber es sind eben doch viel zu viele Menschen, die sich nicht mal dran halten. Insofern glaube ich, macht das mit dem Fußball keinen Sinn und insofern kann man auch wirklich nur an alle appellieren, sich doch hier noch weiter einen Winter lang noch vernünftig zu verhalten, denn es spricht ja alles dafür, dass wir im nächsten Frühjahr hoffentlich dann mit Impfstoffen diese Pandemie so langsam aber sicher besiegen können. Genau, also ich verlinke das nochmal, Cosmo ist das Projekt, so ein Snapshot-Monitoring der Uni Erfurt, wo die regelmäßig, ich glaube sogar zweimal in der Woche, über 1000 Leute repräsentativ befragen und da so ein ganz gutes Stimmungsbild über die Lage in Sachen Corona und Rezeption von Corona darstellen. Wunderbar. Weiterer Tipp noch zum Stichwort im Deutschlandfunk lief vor ein paar Tagen ein sehr schöner Hintergrund. Ja, dieses Format abends 18.40 Uhr gibt es aber natürlich auch im Internet zum Nachhören. Ich habe es morgens beim Joggen gehört und da wird quasi so aus soziologischer und psychologischer Sicht mal dieses Stichwort Maske aufbereitet. Ne? Also was bedeutet eigentlich Maskentragen inzwischen? Warum gibt es Menschen, die sich da beharrlich weigern? Es ist eben inzwischen ein politisches Symbol geworden. Ja, spiele ich mit? Verhalte ich mich solidarisch in der Gesellschaft? Oder verhalte ich mich bewusst asozial? Sehr interessant, wie das mal von Psychologen und Soziologen beleuchtet wird. Schützendes Stück Stoff oder politisch-symbolisches Requisit ist ja, glaube ich, der Titel gewesen. Genau, wir packen auch das in die Shownotes. Damit wären wir bei unserem nächsten Thema, Philipp, denn der Blick geht nach Nordrhein-Westfalen, wo aus dieser Woche wirklich schockierende Nachrichten kamen. Absolut, und zwar geht es um, wieder mal muss man sagen, einen Fall von rechtsextremen Polizisten und Polizistinnen. 29 Polizistinnen in diesem Fall aus NRW wurden am Mittwoch vom Dienst suspendiert. Sie sollen in 5 Chatgruppen insgesamt rechtsextreme Propaganda verbreitet und gespeichert haben, darunter Hitlerbilder, Hakenkreuze, auch ein Foto eines Migranten in einer Gaskammer.
Kann man sich echt nicht vorstellen, wie widerlich das ist. Ne? Ja, vor allem, dass da keiner irgendwann mal nach mehreren Monaten Hallo schreit und sagt, das geht so nicht. Ne? Es gab auch Bilder von Erschießungen von Menschen dunkler Hautfarbe. Also wir haben es hier nicht zu tun mit irgendwie ein Hitlerbärtchen wird geteilt, sondern es ist wirklich härteste, menschenverachtende, rechtsextremistische Propaganda von Menschen, ja, das muss man sich ganz kurz mal zu Gemüte führen, von Menschen, die in Uniform rumlaufen, mit dem Landeswappen von Nordrhein-Westfalen, die unseren Rechtsstaat repräsentieren und die nicht zuletzt mit einer Knarre am Gürtel rumrennen. Ne? Also das ist der Fall, von dem wir reden, dass dieselben Leute, die sich so, weil es ja so irgendwie so lustig ist, Bilder schicken von Erschießungen von Menschen dunkler Hautfarbe. 23 Männer und 6 Frauen. Die Razzia hat stattgefunden in 34 Polizeidienststellen und Privatwohnungen in insgesamt 6 Städten. In NRW Schwerpunkt ist Essen, auch Mülheim. An der Ruhr gegen 11 Beamte wurde ein Strafverfahren eingeleitet wegen Volksverhetzung und Verbreitung von Symbolen verfassungswidriger Organisationen. Ja, und jetzt sind natürlich die Reaktionen entsprechend deutlich. Herbert Reul von der Christlich-Demokratischen Union, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, spricht bemerkenswert deutlich von einer Schande für die Polizei und dieser Vorgang treffe die Polizei bis ins Mark, so sagt er. Aber auch er warnt natürlich davor, dass jetzt nicht zu verallgemeinern und das stehe also nicht beispielhaft für die Polizei. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Philipp, du hast es eben in deiner Anmoderation auch schon erwähnt, überraschend kommt dieser Fall andererseits wiederum nicht. Er ist vielleicht von besonders großem Ausmaß, weil so viele BeamtInnen betroffen sind. Aber es kommen ja immer wieder ähnliche Fälle zutage. Ja, die SZ hat das mal aufgelistet. Unter anderem 5 Beamte aus einer Frankfurter Innenstadtwache betrieben eine Chatgruppe, in der sie ebenfalls Hitlerbilder und massiv rassistische und NS-verherrlichende Witze geteilt haben. In München sind im März 4 Polizisten suspendiert und 9 versetzt worden, wegen teils rechtsextremer antisemitischer Chats. In Baden-Württemberg wurden im Februar 7 angehende Polizisten wegen ähnlicher Vorfälle und Vorwürfe suspendiert. Da fehlt noch Nordkreuz, diese Gruppe, wo Polizisten, Polizistinnen drin waren, aber eben auch Angehörige anderer staatlicher Organisationen wie Bundeswehr und so weiter. Genau, Nordkreuz, das waren diese Prepper-Truppe, ne? Die hatten im großen Stil Waffen, Munition, Sprengstoff gehortet für den Tag X. Also sogenannten Tag X. Wo sie dann möglicherweise eine Art Revolution starten wollten. Und wenn man sich diese ganzen Berichte anschaut, dann stellt sich natürlich drängend die Frage, sind das jetzt alles Einzelfälle? Ja, ist das symptomatisch für die Polizei? Oder ist das einfach nicht anders zu erwarten? Entspricht das einfach einem Querschnitt der Gesellschaft, ganz unabhängig vom Dienst bei der Polizei? Wenn es jetzt ungefähr 250.000 Polizisten und Polizistinnen gibt in Deutschland und sich dann vor Augen hält, dass es nach Untersuchungen je nachdem 5, 10, vielleicht 15% in der Gesamtbevölkerung Menschen gibt, die rechtsextremen Gedanken gut nahestehen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass diese Polizeitruppe natürlich irgendwie auch ein Querschnitt in der Bevölkerung ist, dann wären das schon eine Menge Leute. Da wären das also ja rein statistisch so 12.500 bis 25.000 PolizistInnen, ja, mit hartem rechtsextremen Gedankengut. Und das wäre schon dann der Fall, wenn es einfach nur ein Querschnitt durch die Gesellschaft wäre. Und da muss man natürlich sagen, ist das wohl nicht der Fall. Wir kommen gleich noch zu der wissenschaftlichen Einordnung. Ne? Aber das, wenn man sich das ja einfach mal quasi laienhaft überlegt, ne? Welche Werte werden bei der Polizei großgeschrieben? Recht und Ordnung im Zweifel, ne? Bei manchen sicher auch die Nation. Und das sind natürlich Werte, die für eher konservative eingestellte Menschen in der Tendenz attraktiver sind als für Menschen, die gerne mit Rastas rumlaufen. Deswegen liegt also die Vermutung nicht ganz fern, dass in der Polizei solche Ansichten, also generell rechte, konservative Ansichten, nicht notwendig rechtsextrem, aber jedenfalls grundsätzlich rechte Ansichten deutlich eher vertreten sind als im Schnitt der Bevölkerung. Und erst recht für Leute attraktiv ist, die halt diese Prinzipien übersteigern bis zu einem Rassismus. Man muss ja auch sagen, dass es eben sich so eben auch die Leute unterscheiden, nämlich wie gewichten sie bestimmte Werte? Natürlich sind für uns beide auch Recht und Ordnung wichtige Werte. Ja, habe ich ja jahrelang auch beruflich vertreten. Ja. Aber es gibt vielleicht für uns andere Werte, die gleichwertig sind oder höherwertig sind. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Antidiskriminierung. Ja, liberale, freiheitliche Rechte. Das ist nicht schlecht, das ist ganz normal in einer liberalen Demokratie, dass es Menschen gibt, die eben bestimmte Werte höher einstufen als andere. So unterscheiden sich eben eher, sagen wir mal, linksliberale
von eher konservativ gesinnten Menschen, aber dass in der Polizei bestimmte Werte eben größer geschrieben werden und damit diese Institutionen anziehender und attraktiver sind für Menschen, die eben diese Werte besonders hoch einschätzen, das finde ich liegt auf der Hand. Ja, man muss aber sagen, zu einer ehrlichen Antwort gehört, zurzeit weiß einfach niemand, wie verbreitet Rechtsextremismus in der Polizei wirklich ist. Wir haben dazu mal vor der Sendung uns mit zwei Experten unterhalten, denn Philipp, überraschenderweise gibt es dazu kaum aktuelle Forschung. Genau, das war so mein Eindruck und deswegen haben wir gedacht, das ist ein Eindruck, aber wir müssen da mal Fachleute fragen und deswegen habe ich Matthias Quent angechattet, der Soziologe in Jena. Ich habe mit ihm ja auch mal ein Interview gemacht. In das Interview findet ihr unter dasinterview.org. Der forscht eben zu Rechtsextremismus in Deutschland und der sagt, ja, viele Studien kommen aus den 90er Jahren. Die aktuellste Befragung stamme aus Hessen, habe aber methodische Probleme. Erstens sagt er, reflektiere die Studie nicht, wer an der Befragung vielleicht systematisch nicht teilgenommen hat. Das ist also eine Befragung und da ist natürlich auch wichtig zu fragen, wer entzieht sich denn dieser Befragung vielleicht unter Umständen, mit welchen Motiven. Außerdem sagt er, wurden vor allem Selbsteinschätzungen in sehr weichen Faktoren abgefragt, statt auf etablierte Fragen und Skalen zurückzugreifen, die üblicherweise in der Rechtsextremismusforschung verwendet werden. Und Zitat, damit wurden also gar keine rechtsextremen Einstellungen gemessen. So Matthias Quent, Soziologe aus Jena. Ja, und die aktuelle Forschungslage kritisch sieht auch Professor Dr. Tobias Singelnstein. Er ist Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Und er sagt im Kern auch, die existierenden Studien sind einfach zu alt. Es gibt eine Handvoll Studien zum Thema politische Einstellung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus in der Polizei aus den 1990er Jahren. Die sind also schon sehr alt und betreffen häufig auch nur eine kleine Population. Das heißt, daraus können wir für heute eigentlich nur so grobe Hinweise ableiten auf die Größenordnung des Problems. Und da muss man sagen, es gibt halt eine problematische Gruppe von 5 bis 15, 20% der Beamtinnen und Beamten, die je nach Studie verfestigte rechtsextreme oder verfestigte rassistische Einstellungen haben. Also 15-20%, das wäre ja schon eine Menge. Ne? Das wäre ein Tick mehr als das, was so im Gesamtbundesbürger, Bürgerinnen-Durchschnitt zu messen ist. Aber wie gesagt, diese Studien sind eben alt und deswegen nur sehr bedingt belastbar. Eigentlich brauchen wir aber natürlich ganz dringend aktuelle Studien, die breiter angelegt sind und die sich auch nicht nur mit den Einstellungen beschäftigen, sondern die sich auch mit der dienstlichen Praxis der Beamtinnen und Beamten befassen. Weil es ist einerseits natürlich nicht zwingend, dass sich eine bestimmte politische Einstellung auch im dienstlichen Handel niederschlägt, beziehungsweise es kann in sehr unterschiedlicher Form geschehen. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch einen unbewussten Stereotypenrassismus oder einen institutionellen Rassismus geben, der sich aus einer Einstellungsbefragung so nicht ableiten lassen würde, den man aber eben mit einer ethnografischen Beobachtung der dienstlichen Praxis beispielsweise untersuchen könnte. Ja, soweit Professor Singelnstein aus Bochum. Bundesinnenminister Horst Seehofer allerdings will trotzdem weiter keine Studien erstellen lassen. Es gab ja in den letzten Wochen schon eine Diskussion darüber, ob man über Polizeigewalt und Rechtsextremismus in der Polizei einfach mal versucht, mehr Studien anzufertigen, um einfach zu wissen, was denn tatsächlich Phase ist, welche Menschen dort tatsächlich wie ticken. Horst Seehofer spricht sich weiterhin dagegen aus. Zunächst war seine Kritik, dass es sich dabei um eine, Zitat, Vorverurteilung von Beamtinnen und Beamten handelt. Würde. Jetzt in einer aktuellen Ablehnung heißt es, eine solche Studie nur über Rechtsextremismus in der Polizei greife angeblich zu kurz, wobei man natürlich sagen muss, naja, wenn es um Probleme mit der Polizei geht, dann macht es vielleicht schon Sinn, die Polizei zu beurteilen. Also ich würde sagen, Philipp, Bewertung der Lage wäre, Fakten schaden nie. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht so ganz begreifen, was wirklich dagegen spricht, einfach mal zu beurteilen, was denn jetzt bei der Polizei überhaupt schiefläuft. Gerade wenn offensichtlich ist, dass es ein Problem gibt und dass es eine Debatte darüber gibt, ob das jetzt Einzelfälle sind oder nicht und dass wir feststellen, die Studien, die wir haben, die sind alt und machen auch schon keinen besonders ermutigen Eindruck, dann heißt das, finde ich, gerade auch um die redlichen und grundgesetztreuen Polizistinnen und Polizisten eben zu schützen und eben nicht vorzuverurteilen in so einer diffusen, nebulösen, alle Polizisten sind doof Diskussion, brauchen wir belastbare Zahlen. Ja, und das würde ich genauso unterschreiben, eben gerade um die zu schützen, die guten Willen sind und die mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Dieses Argument haben wir ja auch zum Beispiel gehört in der Paralleldiskussion um Polizeigewalt. Hier geht es jetzt um rechtsextremistische Einstellungen, die sich dann typischerweise, Tobias Singelnstein sagt nicht zwingend, aber eben doch typischerweise auch in rassistischem Alltagsverhalten im Dienst äußern. Wie gesagt, das Parallelproblem ist Polizeigewalt. In beiden Fällen haben wir Mails bekommen von ich gehe jetzt mal davon aus, redlichen Polizisten,
Polizistinnen und Polizisten, die sagen, naja, das, ich will aber nicht mit diesen Krawallos oder mit diesen Rechtsextremen in einen Topf geworfen werden. Und da kann ich nur sagen, natürlich, also mir tun die Menschen auch leid, ja, die zum Beispiel in ihrem täglichen Alltag deutlich mehr Vorurteilen begegnen, wenn sie Uniform tragen, weil quasi Kolleginnen und Kollegen, die rechtsextrem drauf sind, die sich ausländerfeindlich verhalten, auch den Ruf der Polizei natürlich massiv schädigen. Ne? Das heißt, das muss man sehen, das ging jetzt auch auf Twitter rum, dass die Leute, die so ticken und die sich so verhalten bei der Polizei, dass sie natürlich auch die Arbeit ihrer Kolleginnen und Kollegen massiv erschweren. Na, insofern denke ich auch, wir brauchen diese Erhebung nicht zuletzt, um einfach diejenigen zu schützen, die hoffentlich in der Mehrheit sind und die sich eben an Recht und Gesetz halten und nicht diskriminieren zum Beispiel. Genau, die Frage ist jetzt, was kann man machen? Ne? Was geht schief? Was kann man machen? NRW hat jetzt einen Extremismusbeauftragten im März ernannt. Seit 2018 werden vom Verfassungsschutz routinemäßig Kommissaranwärter und Anwärterinnen überprüft. Das, denke ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber das scheint noch nicht zu reichen. Nee, das Problem der Kriminologe Raphael Beer, der als Professor tätig ist an der Polizeihochschule Hamburg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, neulich in einem sehr lesenswerten Interview mit Zeit Online oder der Zeit, bin ich nicht ganz sicher, ich habe es online gelesen, mal so ein bisschen genauer geschildert. Und in der Kurzfassung, lest es euch mal durch, aber in der Kurzfassung kann man es so zusammenfassen, die Ausbildung bei der Polizei ist eigentlich schon ziemlich gut. Ja, das heißt also, sowohl bei der Personalauswahl schaut man schon sehr genau hin, als auch während des Trainings, also die lernen schon eine Menge über Demokratie und Grundrechte und das haben ja auch die Polizisten, in diesem Fall waren es alles Männer, bestätigt, mit denen ich darüber gesprochen habe. Also immer wieder frage ich da auch mal nach, wenn ich Kontakt habe mit der Polizei, wie ist denn so die Ausbildung in jüngeren Jahren, und ich war auch selber erst im vergangenen Sommer mal bei der Polizeihochschule in Münster, ja, und habe da selber einen Kurs gemacht und hatte da auch das Gefühl, das wird wirklich sehr ernst genommen mit den Grundrechten. Das Problem aber, so Raphael Beer, ist der sogenannte Praxisschock. Das heißt also, die Ausbildung ist gut und die Leute kommen dann mit ganz hehren Motiven, das Gute tun und Recht und Gesetz durchsetzen, kommen sie dann in den Alltagsdienst, werden auf der Straße eingesetzt und bei diesem Fronteinsatz quasi erleiden sie dann geradezu einen Schock, wie sie mit ihren Idealen eben doch konfrontiert sind mit vielen Menschen, die nicht mitspielen. Ja? Das sogenannte polizeiliche Gegenüber ist eben nicht immer der charmante Migrant oder die charmante weiße Frau, sondern es gibt da eben auch ganz andere Menschen und so Raphael Beer führe das eben zu einer großen Radikalisierung im Dienst. Da gibt es ja auch Vorschläge darauf zu reagieren, indem man sagt, gut, dann dürfen Leute, Beamte, Beamtinnen halt nur eine bestimmte Zeit mit einer bestimmten Aufgabe betraut sein oder in einem bestimmten Kiez unterwegs sein, um da eine höhere Fluktuation zu ermöglichen und das Bild, was die Leute haben im Alltag und die Welt, die sich ihnen im Alltag präsentiert, ein bisschen bunter zu gestalten und nicht so einseitig. Da geht natürlich dann auch ein bisschen Praxiswissen verloren und Hintergrundwissen über so eine bestimmte Gegend oder ein bestimmtes Thema. Aber ich glaube, da wiegt das Interesse der Gesellschaft daran, dass diese Beamten und Beamtinnen auch in der Praxis ein vielfältigeres Bild von der Welt sich machen können, höher als zu sagen, ja, aber die Leute haben Ahnung von diesem Spielplatz und wer sich da rumtreibt. Ja, denn dieses Ahnung haben kann ja eben häufig auch bedeuten, dass es institutionalisierte Stereotype gibt, ne, die dann wiederum die Arbeit nicht zwingend erleichtern. Und Raphael Beer weist noch auf ein weiteres großes Problem hin. Das war jetzt aktuell im Gespräch mit der ARD, habe ich vor 2 Tagen im Fernsehen gehört und gebe ich jetzt mal inhaltlich wieder. Er sagt, natürlich gibt es eigentlich eine Pflicht zur Anzeige, wenn Kolleginnen Straftaten begehen. Ja? Also wenn jetzt, keine Ahnung, volksverhetzendes Zeug wie zum Beispiel in diesen Chats da, in diesen, ne, Chats da vorkommt. Ne? Normalerweise müsste man dann sofort eine Strafanzeige erstatten. Aber es ist natürlich extrem schwer, Extremismus bei KollegInnen zu melden. Ja, muss man sich mal vorstellen, dann ist man natürlich gleich das Kameradenschwein. Es gibt also einen ganz extremen Druck, unter Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei zusammenzuhalten. Und deswegen, weil das keine Neuigkeit ist, was Raphael Beer da jetzt wiederum gesagt hat, gibt es ja schon seit langem auch den ganz konkreten Vorschlag, mal einen unabhängigen Polizeibeauftragten oder eine Polizeibeauftragte einzurichten. Ja, zum Beispiel. So wie Werbeauftragte, oder? So wie der Werbeauftragte des Bundestages zum Beispiel, oder zurzeit ist es ja eine Frau und eine Werbeauftragte, oder wie zum Beispiel Datenschutzbeauftragte. Ne? Das sind ja auch quasi Beauftragte des Parlaments, um so ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und beim Werbeauftragten können sich ja Soldaten, Soldatinnen melden. Genau. Zum Beispiel, unter anderem. Genau, ne? Das ist nämlich genau die Idee dabei, dass es nicht nur um eine Ansprechstelle gehen soll für BürgerInnen, die sich verletzt fühlen oder diskriminiert fühlen von der Polizei, sondern gerade auch quasi für WhistleblowerInnen von innen, die also sagen, hier läuft was total schief, wie jetzt zum Beispiel hier in Essen, ja, da gab es wohl eine ganze Dienstgruppe, also so ein ganzer Haufen Beamtinnen und Beamte, die immer zusammen Dienst tun, die allesamt in diesen Chatgruppen vertreten waren. Das heißt, haben sich nicht nur ein, zwei radikalisiert, sondern eine ganze Truppe, die immer zusammenarbeiten.
Und da wäre es natürlich, sehr hilfreich gewesen, wenn es dann schon so eine interne Stelle für das Whistleblowing gegeben hätte, dass da mal ein Vorgesetzter hätte drauf gucken können, was ist denn hier los? Also Polizeibeauftragte sicherlich ein wichtiger erster Schritt, kann aber eben nur ein Baustein sein für so ein umfassendes Konzept. Dazu gehört definitiv wissenschaftliche Erforschung des Ist-Zustands, ja, und auch eben nicht nur der Einstellung, sondern auch der polizeilichen Praxis. Denn wie Singelstein gesagt hat, rassistische Polizisten müssen nicht zwingend rassistisch handeln. Und es können auch Polizisten und Polizistinnen rassistisch diskriminierend im Alltag handeln, deren Einstellungen vielleicht nicht zwingend auf den ersten Blick rassistisch sind. Deswegen muss das beides untersucht werden. Ja. Klingt ein bisschen banal und selbstverständlich, aber ist es offensichtlich. Ja, ich glaube, das Ganze muss Teil sein einer gesellschaftlichen Anstrengung, ja. Und wir brauchen gesellschaftlich so eine Art Initiative, rechtsstaatliche Polizei, ja. Klingt völlig selbstverständlich, denn die Polizei schützt ja den Rechtsstaat. Das Problem ist aber, dass jedenfalls nicht alle PolizistInnen das derzeit tun. So einfach muss man das festhalten. Und deswegen brauchen wir da eine gesellschaftliche Anstrengung. Wir haben zwei Elemente genannt, ja. Diesen Beauftragten, Studien. Natürlich muss die Ausbildung, nochmal überprüft werden, ob sie vielleicht doch hier und da noch verbesserungsfähig ist. Und ich denke, kontinuierliches Monitoring ist einfach wichtig. Stichwort Supervision. Ja, ich meine, in ganz vielen Berufen gibt es das. Wir haben bei der GFF selbstverständlich eine Supervision, wo unsere Mitarbeitenden quasi reflektieren, wie sie arbeiten. Das gibt es bei, keine Ahnung, in der Psychotherapie zum Beispiel gibt es Supervision in ganz vielen Bereichen. Sogar in der Justiz hält das so langsam, aber sicher Einzug. Einfach so diese Idee. Man redet über seine Arbeit. Genau. Was habt ihr erlebt, dass die Kollegen und Kollegen Beamten das auch gespiegelt bekommen, ne, was denkt ihr denn so, was sind eure Muster? Einfach, dass man das mal transparent macht, das finde ich, ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Ja, das glaube ich auch und dazu gehört zunächst mal auch die Einsicht, dass es derzeit oft nicht klappt. Ne? Also das haben wir so an den Reaktionen gemerkt auf unseren Beitrag vor einigen Wochen über Polizeigewalt in Hamburg. Ich will das fast nicht wieder aufmachen, wir können lange darüber streiten, ob wir uns den besten Fall ausgesucht haben, vielleicht gibt es andere noch viel krassere Fälle, aber klar ist, die Reaktionen, die wir bekommen haben, gerade von Menschen aus der Polizei, waren doch häufig so nach dem Motto, nee, wir haben hier kein Problem und ihr habt euch dann einzeln vorausgepickt und so. Und das, denke ich, das geht einfach nicht mehr. Wir brauchen als allererstes eine andere Fehlerkultur bei der Polizei, dass wir einfach offen drüber reden. Die meisten sind wahrscheinlich sauber und machen einen super Job unter harten Bedingungen, aber es gibt eben einfach die faulen Äpfel im Korb und über die muss auch gesprochen werden. Auch vor dem Hintergrund, dass Beamte, Beamtinnen, Polizei ja ein Gewaltmonopol hat und einerseits eine besonders mächtige Stellung in der Gesellschaft hat, aber dadurch, dass sie eben Beamte und Beamtinnen sind, auch eine besonders privilegierte Stellung haben in ganz vielen Punkten. Vor dem Hintergrund dieser beiden Faktoren ist es total legitim für eine Gesellschaft, da vielleicht auch noch ein bisschen genauer hinzugucken, als sie das vielleicht bei Kindergärtnern und Kindergärtnerinnen. Denn in der Justiz, die Justiz tut es derzeit ja de facto nicht so wirklich. Ne? Ich will jetzt nicht von einem rechtsfreien Raum reden, aber es ist schon extrem selten, dass man Menschen aus der Polizei zum Beispiel wegen Gewaltanwendung verurteilt werden, weil in aller Regel vier Kollegen sagen, nee, da war nichts. Ne, da ist jetzt gerade noch wieder ein Fall hochgepoppt aus Brandenburg, wo jemand vor Gericht stand, ein Journalist, weil er angeblich Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet hat und das haben auch reihenweise Beamte beschworen vor Gericht oder jedenfalls ausgesagt, vereidigt wurden sie wohl nicht und dann ganz am Ende der Beweisaufnahme hat dann der Verteidiger dieses Journalisten das Video mal gezeigt, das da aufgenommen wurde von jemandem von dieser Situation und da sieht man, der hat überhaupt nichts gemacht, sondern er wurde völlig grundlos von einem Beamten verprügelt. Ja, und die anderen Kollegen haben einfach schlicht vor Gericht gelogen und nachdem das klar war, ist dann einer von denen auch zusammengeklappt. Ja, aber da kann man nur sagen, ein Riesenglück, dass es dieses Video gab. Ne? Sonst wären die Kollegen von der Polizei mit ihren offensichtlichen Falschaussagen durchgekommen. Und das ist leider der absolute Standardfall. 2, 3, 4 Polizisten beschwören, das war alles sauber, was der Kollege gemacht hat. Und dann ist man als Bürger oder als Bürgerin, steht man dann allein auf weiter Flur. Und das kann einfach nicht sein, diese Kultur der Rechtlosigkeit. Ne? Damit will ich nicht sagen, dass alle das machen. Ne? Also, es gibt es. Und wenn einer über die Stränge schlägt, dann ist die Chance extrem, extrem hoch, dass er damit durchkommt, dass er nicht verurteilt wird, dass stattdessen der Bürger verurteilt wird, der das zur Anzeige bringt. Und auch das führt natürlich zu einer schlechten Fehlerkultur. Wenn ich davon ausgehen kann, dass Fehler ohne Folgen bleiben, dann reißt eben so manches ein.
Diese Woche ist etwas ziemlich Ungewöhnliches passiert, nämlich der Bundespräsident hat seine Unterschrift verweigert unter das Gesetz gegen Hasskriminalität. Diese Haltung wird gestützt, das macht die Sache noch ein bisschen brisanter und interessanter, durch den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der ja regelmäßig Gutachten erstellt, in der Regel im Auftrag von Abgeordneten des Deutschen Bundestags zu bestimmten Themen, die die Abgeordneten halt interessieren. Und der Wissenschaftliche Dienst hat auch gesagt, das Gesetz gegen Hasskriminalität, so wie es ja vom Bundesrat und vom Bundestag schon verabschiedet wurde, scheint verfassungswidrig zu sein. Ja, man muss natürlich dazu sagen, Wissenschaftlicher Dienst klingt immer so ein bisschen hochtrabend, ne? Also das sind jetzt also keine Hochschullehrer im Ruhestand, die da nochmal beim Bundestag Gutachten schreiben, sondern das sind halt einfach junge Menschen, die im Zweifel frisch von der Uni kommen, ne? Also das, man muss das immer so ein bisschen relativieren, damit will ich nicht sagen, dass die schlechte Arbeit machen, aber das sind jetzt nicht notwendigerweise die Rockstars ihres Fachs, ja? Aber gut, jedenfalls Wissenschaftlicher Dienst, so heißt das, weil die Gutachten schreiben. Es wird aber vor allem noch gestützt, diese Position, von einem Gutachten von Professor Dr. Matthias Becker von der Universität Mainz, und das ist in der Tat ein ausgewiesener Experte für den Bereich Datenschutzrecht und Telekommunikationsrecht. Aber worum geht es inhaltlich? Da haben wir uns gedacht, das wollen wir jetzt in dieser Woche mal kurz fassen, weil wir schon so oft darüber gesprochen haben. Es geht also nämlich nicht nur um eine Novelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, sondern das ganze Ding heißt Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität, und es enthält Änderungen im NetzDG, aber auch in anderen Gesetzen. Also im NetzDG geht es vor allem darum, dass Provider beim Verdacht bestimmter Straftaten diesen Verdacht an das BKA melden sollen, und zwar damit das BKA dann weiter ermitteln kann, und dabei sollen sie auch eine ganze Menge an Daten schon mal so auf Vorrat an das BKA ermitteln, für den Fall, dass das BKA dann tatsächlich Ermittlungen aufnimmt. Provider heißt hier Telekom, Vodafone oder Facebook, Twitter? Das heißt vor allem Facebook, Twitter, also die Provider, die im NetzDG erfasst sind. Ja, und das ist so ein bisschen so ein Ping-Pong. Also Facebook liefert so einen Verdacht an das BKA. BKA für strafrechtliche Inhalte, ne? Zum Beispiel. Und ja, das BKA schaut sich das dann an und fragt dann bei der Telekom oder bei der Vodafone weitere Daten ab. Ja, das Gesetz reicht aber noch viel weiter, und deswegen fassen wir uns an der Stelle kurz, weil wir das schon mehrfach hatten. Es geht also bei weitem nicht nur um Hasskriminalität. Das ist nur die Überschrift des Gesetzes. Das ist auch so ein bisschen Etikettenschwindel, sondern es geht um ganz umfangreiche Änderungen unter anderem im Telemediengesetz, wo also ganz viele Daten übermittelt werden können sollen. Ja, Telemedienanbieter wie zum Beispiel Facebook und Twitter sollen verpflichtet werden, mit allen möglichen Behörden zusammenzuarbeiten und dabei sensible Daten rauszurücken, unter anderem Passwörter. Ja, deswegen war es schon mehrfach Thema in der Lage. Und es geht auch um neue Regelungen, zum Beispiel in der Strafprozessordnung, wo solche Passwörter abgefragt werden können sollen von Providern. Also zum Beispiel könnte sich dann eine Staatsanwaltschaft an Facebook wenden und sagen, schick mir mal das Passwort und die E-Mail-Adresse von Banse, damit ich mich unter Banses Namen bei Facebook einloggen kann und dann in Banses Namen auf Facebook mal gucken, was er so tut. Ja, und das Ganze soll auch noch teilweise ohne Richtervorbehalt gehen. Also es ist wenn man ehrlich ist, ein extrem weitgehendes Gesetzespaket. Aber wie gesagt, im Detail einsortieren wollen wir das nicht, weil wir das schon mehrfach gemacht haben. Wenn euch das besonders interessiert, kommentiert das mal, dann können wir das vielleicht nächste Woche nochmal aufgreifen. In dieser Woche soll es vor allem um Steinmeier gehen, denn Philipp hat es eben gesagt, der Bundespräsident hat sich zunächst mal geweigert, dieses Gesetz zu unterschreiben. Da fragt sich, was bedeutet denn das eigentlich? Also der normale Ablauf ist, Bundestag und Bundesrat beschließen oder wie das immer so heißt, verabschieden ein Gesetz, und dann unterschreibt der Bundespräsident das, in diesem Fall ist es Steinmeier, und dann wird das Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet, also einfach schlicht veröffentlicht, und in dem Moment ist es in Kraft getreten. Und nun will aber Steinmeier diesen einen Schritt nicht machen. Er will es einfach nicht unterschreiben. Und da stellt sich die Frage, darf er das überhaupt? Genau, die Frage stellt sich, denn der Bundestag hat das Gesetz ja längst beschlossen. Am 18. Juni war das. Der Bundesrat hat dem am 3. Juli zugestimmt. Und dass Steinmeier jetzt trotzdem diese sogenannte Ausfertigung des Gesetzes verweigert, ist eine sehr, sehr seltene Ausnahme. Die Süddeutsche Zeitung hat das mal recherchiert und sagt, nur 8 Mal hat es das bisher in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben, also nur so alle 7, 8 Jahre im Schnitt. Und die Frage, die man sich da stellen kann, ist das denn nicht eigentlich undemokratisch? Da beschließen unsere VolksvertreterInnen ein Gesetz und Steinmeier sagt, nö. Schauen wir noch mal ins Grundgesetz, da steht, die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatte verkündet.
Genau, so will es Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. Das Entscheidende scheint hier zu sein, nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommen. Ja, ganz genau. Da fangen die Juristinnen und Juristen jetzt natürlich an zu überlegen, was bedeutet denn das wohl? Ne? Der Puls hoch. Da geht der Puls hoch. Ne? Da fängt man an zu strahlen und sagt sich, wunderschön, das können wir jetzt mal auslegen. Denn nach den Vorschriften des Grundgesetzes zustande gekommen kann natürlich bedeuten, das Gesetz muss formal korrekt zustande gekommen sein. Also das Verfahren muss eingehalten worden sein. Das ist in diesem Fall, glaube ich, unstreitig der Fall. Und es ist auch völlig unstreitig, dass der Bundespräsident das prüfen muss. Man kann aber natürlich auch sagen, das Grundgesetz ist ja jetzt nicht nur eine Sammlung von Formalien. Ganz im Gegenteil, stehen am Anfang unseres Grundgesetzes nicht zufällig die Grundrechte. Das heißt, daraus könnte man schließen, der Präsident kann da jetzt nicht gezwungen sein, ein verfassungswidriges Gesetz in Kraft zu setzen, das also gegen Grundrechte verstößt. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch da wieder gegenhalten und sagen, nee, so einfach geht das ja nun nicht. Der Respekt vor dem demokratischen Gesetzgeber zwingt dazu, dass nicht einfach ein Mensch sagen kann, ich finde das hier verfassungswidrig. Unterschreibt das nicht. Ich meine, dafür gibt es das Bundesverfassungsgericht am Ende, ne? Dass sie sowas überprüfen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so selten. Deswegen wird, genau, weil das halt wirklich als große Ausnahme gesehen wird und weil es halt einfach, muss man so deutlich sagen, natürlich auch immer ein Schuss vor den Bug des Bundestages ist, der immerhin das Volk in Deutschland repräsentiert. Und dementsprechend ist die Frage, was darf denn der Bundespräsident oder, wenn es das mal geben sollte, die Bundespräsidentin eigentlich prüfen? Und es beschäftigt Jurastudierende im ersten Semester schon seit Jahrzehnten. Ist ein totaler Klassiker in der juristischen Ausbildung. Die sogenannte Prüfungskompetenz oder die materielle Prüfungskompetenz des Bundespräsidenten. Und ich will jetzt, diesen Streit haben wir eben ja im Grunde schon angedeutet. Ich glaube, am überzeugendsten ist wohl eine vermittelnde Lösung. Wie gesagt, Formalien muss der Bundespräsident immer prüfen. Na, das ist so ein bisschen diese Funktion des Staatsnotars. Der muss halt schauen, dass die Regeln eingehalten worden sind, die Spielregeln des Grundgesetzes. Aber auch inhaltliche Fragen darf er eben nur im absoluten Ausnahmefall prüfen. Manche sagen, es muss eine allenfalls summarische Prüfung sein. Und er hat nur das Recht, die Unterschrift zu verweigern bei offensichtlicher Verfassungswidrigkeit, aber nicht schon bei Zweifelsfragen. Genau, und die Frage ist natürlich jetzt hier im Gesetz gegen Hass im Internet, ist es offensichtlich verfassungswidrig, was Bundesrat und Bundestag da beschlossen haben? Und da könnte man noch mal einen kurzen Blick werfen auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Mai, die wir, glaube ich, in der Lage so noch nicht erwähnt haben. Ne? Da geht es um die sogenannte Bestandsdatenabfrage 2. Genau. Also, der Beschluss stammt vom 27. Mai 2020. Aktenzeichen sparen wir uns. Und dabei wurden unter anderem die Regeln für verfassungswidrig erklärt, die das Bundeskriminalamt nun nutzen soll, um Daten von den Providern abzufragen. Ja, ganz genau. Bestandsdatenabfrage klingt erstmal so wahnsinnig technisch, ist aber ein Vorgang, den man sich sehr gut vorstellen kann. Wir haben eine Telefonnummer und wir möchten wissen, wem gehört der Anschluss. Das ist die sogenannte Bestandsdatenabfrage. Die Provider sammeln Bestandsdaten, das sind quasi Name, Anschrift der Menschen, genau, Kundendaten. Und die werden abgefragt, zum Beispiel unter Verwendung einer Telefonnummer. Aber in der Praxis der wichtigste Fall ist natürlich, dass man eine IP-Adresse hat und wissen möchte, wer war denn bitte unter dieser IP-Adresse im Netz unterwegs. Und da erfährt man natürlich nie die Person, die das wirklich war, sondern man erfährt immer nur, auf welche Person oder welche Firma ist dieser Internetanschluss zugelassen gewesen, diese SIM-Karte, dieser DSL-Anschluss oder so. Aber immerhin, sowas gibt es. Und gegen diese Bestandsdatenabfragenregelung wurde schon im Jahr 2013 mehrere Verfassungsbeschwerden erhoben und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Philipp hat es gesagt, wir haben die Entscheidung noch nicht im Detail aufgedröselt, weil sie eben ziemlich technisch ist. Wollen das auch heute nicht machen, damit es nicht zu juralastig wird. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, machen wir es vielleicht nächste Woche. Aber es gibt einen ganz zentralen Satz, der sehr leicht, denke ich, dargestellt ist. Der lautet nämlich, auch Auskünfte über Daten, deren Aussagekraft und Verwendungsmöglichkeiten eng begrenzt sind, dürfen nicht ins Blaue hinein zugelassen werden. Mit anderen Worten, selbst vermeintlich nicht so wichtige Daten müssen nur dann herausgegeben werden, wenn es dafür eine klare Regelung gibt. Das heißt, einen klaren Grund und wenn diese Daten dann hinterher auch nur zu ganz bestimmten, klar definierten Zwecken verwendet werden dürfen. Ja, also so Gummibandnormen, die soll es in diesem Bereich nicht geben. Und was das jetzt konkret bedeutet für das Gesetz gegen Hasskriminalität, Klammer auf, das wie gesagt ein Etikettenschwindel ist, weil es auch für alle möglichen anderen Sachverhalte gilt, Klammer zu, was das nun also bedeutet für dieses Gesetz?
Und das hat die Fraktion der Grünen nochmal genau prüfen lassen. Genau, nämlich von Matthias Becker, wie gesagt, Gutachter an der Hochschule in Mainz. Und der sollte, wie gesagt, im Auftrag der Grünen prüfen, was das jetzt heißt. Also diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für konkret dieses Gesetz. Und Becker sagt, mehrere Vorschriften seien, Zitat, offensichtlich verfassungswidrig, mit der Begründung, die Vorschriften sind mehr oder weniger identisch mit denen, die das Bundesverfassungsgericht eben im Mai erst vor wenigen Wochen gekippt hat. So, das klingt erstmal ziemlich eindeutig. Also dass dieses Gesetz, was der Bundespräsident jetzt nicht unterschreiben will, eben Verfahren und Vorschriften enthält, die das Bundesverfassungsgericht im Mai erstmal eindeutig verboten hat. Ja. Und also das Gutachten von Professor Becker lohnt sich wirklich, das verlinken wir auch nochmal, denn er bildet im Grunde vier verschiedene Kategorien, ja, von Normen. Er hat das ganze Gesetz mit durchgeprüft und er sagt, also bestimmte Sachen findet er okay, bestimmte Sachen sind völlig, also eindeutig okay, bestimmte Sachen sind so ein bisschen wackelig, bestimmte Sachen sind wahrscheinlich verfassungswidrig und dann zählt er vier einzelne Punkte auf, wo er sagt, die sind offensichtlich eindeutig verfassungswidrig, weil sie quasi eins zu eins dem entsprechen, was das Bundesverfassungsgericht erst vor 3 Monaten abgeschossen hat. So, also. Ja, das klingt tatsächlich ziemlich eindeutig, kann man sich nochmal genau angucken. Genau, also das wäre dann, wenn das dann so ist, eine ziemliche Platte für Justizministerin Christine Lambrecht. Und zwar ja mit Ansage, ja, weil das ja schon ein bisschen älter ist, auch dieses, also nicht älter, aber aus dem Mai kommt halt diese, was ist ein Beschluss gewesen oder ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Und Warnungen aus der Zivilgesellschaft gab es auch genug. Ja, nicht zuletzt in der Lage, ne? Also über diese Geschichte mit den Passwörtern haben wir zum Beispiel im Dezember auf der Lage live in Leipzig ganz ausführlich gesprochen. Aber natürlich gab es diese Diskussion auch in der Presse zum Beispiel. Ich habe das damit über das Thema auch verschiedentlich mit der Süddeutschen gesprochen, mit meinem Hut als GFF-Vorsitzender. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das ist wieder diese so quasi Blindheit des Justizministeriums. Man hat einfach gesagt, ist uns alles wurscht, wir ziehen das jetzt durch. Und dann kam im Mai noch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und spätestens dann hätte man eigentlich das Gesetzgebungsverfahren stoppen müssen und sagen müssen, wir bessern hier nochmal nach. Das geht ja, da hat es auch schon Beispiele gegeben, dass man zum Beispiel Änderungsanträge formuliert, die dann noch im Rechtsausschuss eingebaut werden. Es sind ja schon ganze Gesetzespakete erst im Rechtsausschuss reingekommen über sogenannte Formulierungshilfen. Aber das hat man eben nicht gemacht und das ist so ein bisschen so diese, also mich persönlich nervt es deswegen, weil ich das immer empfinde als Arroganz der Macht. Ne, dass sowohl das Justizministerium, vor allem Christine Lambrecht, als auch die GroKo-Fraktion einfach sagen, legal, illegal, uns doch egal, wir machen das einfach so und dann schauen wir mal. Also da muss man abwarten, da werden wir sicherlich nächste Woche nochmal drauf gucken, was denn jetzt aus diesem Gesetz geworden ist. Wir kommen nochmal zu Corona, aber unter einem, finde ich, wichtigen und ein bisschen übersehenden Aspekt. Wir haben ja hier wirklich ausführlich auch darüber berichtet, dass der Staat, die Regierung, die Wirtschaft wirklich an allen Ecken und Enden mächtig und schnell unterstützt hat, finde ich auch völlig zu Recht. Wurde dafür auch gelobt. Da hat nicht alles super geklappt, aber unterm Strich haben da viele, viele schon sehr schnell von profitiert. Es gibt aber eine nicht allzu kleine Gruppe von Menschen, die, wenn man es neutral formulieren will, übersehen wurde. Ja, man will jetzt nicht unbedingt Absicht unterstellen, aber die sind de facto durchs Raster gefallen. Und da betrifft das vor allen Dingen kleine Unternehmer, Unternehmerinnen, aber vor allem eben die sogenannten Solo-Selbstständigen. Also Menschen, die selbstständig sind, die jetzt aber keinen Betrieb haben, sondern eigentlich von ihrer eigenen körperlichen, geistigen Arbeit leben. Die haben jetzt keinen großen Betrieb mit Maschinen und Angestellten, sondern die sind selbstständig, aber ihren Umsatz machen sie mehr oder weniger mit sich selbst. Also für Selbstständige gibt es so nach Angaben von Verdi so 4 Millionen vielleicht in Deutschland und davon sind so gut die Hälfte, sagt Verdi, Solo-Selbstständige, aber die Statistiken sind löcherig, ist auch ein Problem, aber das ist zumindest mal so die Größenordnung und in dieser Woche war ich mal bei jemandem, um mir das mal anzugucken, wie das so aus der Nähe aussieht, von jemandem, der eben Solo-Selbstständig ist und von Corona betroffen ist und der stellt sich kurz mal selber vor. Na, mein Name ist Andreas Treichel, bin ja die letzten 20 Jahre selbstständig gewesen im Messebau, ja, und jetzt bin ich Hausmeister an der Grundschule. Nämlich in der Elisabeth-Schau-Grundschule in Pankow und wie gesagt, er hat 20 Jahre Messen auf- und abgebaut und im März war dann eben Schluss bei Andreas Treichel. Ich bin noch zur Leiter Building, bin ich nach Frankfurt gefahren und als ich in Frankfurt angekommen bin, hieß er, ich kann wieder nach Hause fahren. Und seitdem ist Dunkeltuten, also da ist nichts mehr. Der hat eben keine Angestellten, der hat halt ein Lager und sein ganzes Werkzeug und hat jetzt Glück gehabt, dass er sozusagen da als Hausmeister Unterschlupf gefunden hat in der Schule. Normalerweise macht er so 4.000 Euro Umsatz im Monat, jetzt verdient er netto aufs Konto, kriegt er 1.609 Euro. Das ist natürlich ein bisschen schwer vergleichbar, aber trotzdem glaube ich, wird klar, dass er Probleme hat. Der zahlt 900 Euro Miete für seine Wohnung, sein Lager hat er gekündigt, seine Frau will Unterhalt für Kinder, für 2 Kinder. Er bekommt 250 Euro von seiner Mutter überwiesen,
aber das reicht halt für ihn hinten und vorne nicht. 15.000 Euro Steuerschulden hat er noch und er sagt, also die Privatinsolvenz, sagt er, die sei absolut in Sichtweite. Das ist der nächste Schritt, sag ich mal, weil, ja, wie gesagt, ich habe 15.000 Euro Schulden beim Finanzamt und das kann ich hier niemals irgendwie realisieren. Also mein nächster Schritt ist, um mir mal jetzt auf meiner Schuldnerberatung irgendwie einen Termin zu holen und mal kicken, wie wir aus dieser ganzen Kiste rauskommen. Also weil sind noch Arztrechnungen offen und so weiter. Das kann ich nicht stemmen. Also weil es bleibt hier wirklich nichts übrig. Jetzt muss man sagen, gut, Steuerschulden, da muss man mit dem Finanzamt reden. Das stundet das Finanzamt, da haben die Anweisung, glaube ich, das nicht alles einzutreiben. Aber nun ist er ja jemand, der noch einen Job gefunden hat. Aber es gibt ja eben ganz viele, die keinen Job finden und in einer ähnlichen Situation sind wie er, einfach im März Feierabend. Und dann stellt sich halt die Frage, ja, was gibt es denn eigentlich für Hilfen? Du musst es ja vor allem mal so ein bisschen vergleichen. Also wäre er jetzt nicht selbstständiger, ne, sondern wäre er jetzt zum Beispiel in der Autoindustrie. Stellen wir uns vor, er hätte jetzt, keine Ahnung, würde normalerweise bei VW am Band stehen und irgendwie den Twingo, nee, Quatsch, das sind, den Polo zusammenschrauben, ja, oder schweißen, was immer man da so tut, dann hätte er halt einfach Kurzarbeit bekommen, Kurzarbeitergeld bekommen. Das heißt, er hätte natürlich auch Einbußen zu verkraften gehabt, aber so im Bereich 20-30% unterm Strich oder ja, 30% sind es ziemlich genau. Aber damit hätte man ja irgendwie noch leben können. Wir haben es eben vorgerechnet. Also Einbußen, ne? Er hätte ungefähr 2/3 seines Einkommens hätte er bekommen. Genau, ja. Ne? Genau. Und hier sieht es ganz anders aus. Also der Herr hat im Grunde gar nichts bekommen und hätte er jetzt nicht das seltene Glück gehabt, einen Job zu finden in dieser schwierigen Situation, dann sähe es jetzt ganz düster aus. Normalerweise werden solche Menschen nämlich darauf verwiesen, sie könnten ja Hartz IV beantragen. Und das finde ich das Irritierende, warum man da eigentlich Menschen, die angestellt sind, mit Kurzarbeit relativ gut abfedert, aber Menschen, die eben selbstständig sind, solo selbstständig so quasi fallen lässt. Ja, naja, also die Regierung würde argumentieren, ja, wir haben ja noch die Überbrückungshilfen. Also das ist momentan das Werkzeug, was für Selbstständige gedacht ist. Also erstmal, was sind diese Überbrückungshilfen? Für so einen Betrieb bis 5 Leute kriegst du für 3 Monate maximal 9.000 Euro. So, erstmal maximal 3 Monate. Aber die kriegt der Betrieb, nicht die Leute. Das ist das Interessante. Ja? Also erstmal, den kriegt der Betrieb. Den Antrag muss über einen Steuerberater laufen. Den kannst du nicht selber stellen. Das heißt, du musst erstmal einen Steuerberater finden und bezahlen, der das macht. Und dann ist das Kriterium, nach denen dann diese Überbrückungshilfen gezahlt werden, auch relativ realitätsfremd. Du musst dir die Monate April und Mai dieses Jahres nehmen und mit den Monaten April, Mai von 2019 vergleichen und da muss mindestens 60% weniger Umsatz rumgekommen. Und wenn du jetzt zufälligerweise im April, Mai 2019 auch keinen Umsatz hattest, weil die Leute alle im Juni oder Juli ihre Rechnung bezahlt haben? Da gibt es 1000 Szenarien. Ja. Wieso das Käse ist. Wo das nicht hinhaut, genau ja. Diese beiden Monate übereinander zu legen und zu vergleichen. Und da gibt es so viele Leute, die hatten da total viel Umsatz, aber danach und davor total wenig. Also dieses Kriterium dieser beiden Monate ist total schwierig. Aber du hast gesagt, das größte Problem sind, diese Zuschüsse sind nur gestattet für Betriebsausgaben. Also Zinsen, Miete für deine Werkstatt, deine Fabrik, Leasingraten, Versicherungen für deinen Betrieb, Kredite, Wasser, Strom, den ganzen Kram. Und auch dieses Geld reicht der Selbstständige oder die Selbstständige nur weiter. Das ist die Miete an den Mieter, die Zinsen an die Bank. Da bleibt nichts von hängen eigentlich. Das sind nur Betriebsausgaben. Und Leute wie Treichel, sein Lager, diese 100 Euro, die er dafür sein Lager zahlt, das wäre noch was. Aber bei allen ist das Problem, dieses Einkommen der Unternehmer und Unternehmerin, das wird nicht ersetzt. Es sei denn, du lässt dich halt als Geschäftsführer, Geschäftsführerin anstellen und kannst dann darüber vielleicht unter Umständen irgendwie Kurzarbeit kriegen oder so. Aber das ist die Ausnahme. Die allermeisten, gerade von diesen Solo-Selbstständigen, die ja eben keinen Betrieb haben, da fällt das Einkommen einfach weg. Und die Antwort ist da, Hartz IV. Du hast einen leichteren Zugang zu Hartz IV. Das alleine ist schon ein Problem, finde ich, dass man eben nicht sagt, du kriegst Kurzarbeitergeld, sondern ja. Mach mal Hartz IV. Ich verstehe vor allem diese Diskriminierung nicht. Wieso werden eigentlich selbstständig tätige Menschen so viel schlechter behandelt als Menschen, die eben zum Beispiel in der Autoindustrie oder sonst irgendwo in einem Unternehmen arbeiten, das Kurzarbeit anordnet? Ich glaube, also ich habe eine Sendung für den Marktplatz gemacht, verlinken wir auch, da habe ich mit vielen Experten, Expertinnen gesprochen und Tenor war, diese Gruppe von Menschen, Solo-Selbstständige, die finden als Wirtschaftsfaktor in der Bürokratie keine Beachtung. Die ist, sind, glaube ich, einfach, wirklich ein Sichtbarkeitsproblem. Ja, es ist ne? ein Sichtbarkeitsproblem, es ist auch ein Wahrnehmungsproblem. Ein Kulturproblem, ja. Dass halt die Menschen in den Ministerien und in diesen ganzen Behörden, die dafür verantwortlich sind, diese Realität dieser Leute nicht wirklich kennen. Das sind einfach zu großen Teilen Juristen und Juristinnen, die im Bundestag sitzen, die in den Verwaltungen sitzen, die in den Behörden sitzen. Und denen ist diese Realität dieser Solo-Selbstständigen einfach fremd und denen fehlt die Wertschätzung
für den Wirtschaftsbeitrag und für das Leben dieser Leute. Und deswegen wird ihnen gesagt, Kurzarbeitergeld, naja, das ist für Angestellte, weil das in der traditionellen Wahrnehmung die Leute sind, die wählen, die wirklich wichtig sind für die Unternehmen und so weiter und so fort. Ja, aber das ist doch ein Problem, Philipp, denn ich meine, das betrifft ja jetzt nicht nur Menschen, die eben im Messebau arbeiten, sondern das betrifft ja weite Teile auch des Kulturbetriebs. Ne? Das betrifft ja Sängerinnen, Schauspieler, das betrifft ja alle möglichen Menschen, die erheblich dazu beitragen, dass unser Land so lebenswert ist, wie es das ist. Absolut. Es gibt halt für Künstler, Künstlerinnen, muss man sagen, gibt es jetzt auf Länderebene so verschiedene Stipendien in NRW und so kannst du dich projektgebunden für Stipendien bewerben. Die werden wohl auch relativ leicht ausgehändigt. Aber es ist immer noch alles sehr lückenhaft. Ne? Ja, und also ich weiß, ich habe gerade vor kurzem noch mit einer Freundin von mir telefoniert, die Opernsängerin ist, freischaffend, eben nicht fest angestellt bei einer Oper. Und wenn die sagt, auch wenn ich jetzt nicht meine Mitarbeitenden hätte, meine Schülerinnen und Schüler hätte, ne? Wenn sie nicht Gesangsunterricht geben könnte, dann hätte sie auch ein Problem, müsste sie auch Hartz IV beantragen. Und das ist bei ganz vielen Menschen in ihrem Freundeskreis ist es so, in dem Fall geht es um Baden-Württemberg, ne? Dass diese Länderprogramme theoretisch ganz nett klingen, aber in der Praxis nicht ankommen bei den Menschen, die sie brauchen. Und dann sieht es eben ganz düster aus. Ja, und bei diesen Hartz-IV-Geschichten muss man ja auch sagen, ne? Hartz-IV ist an sich ein Problem. Jetzt sollen halt im Rahmen dieser Corona-Hilfen Selbstständige leichter Hartz-IV beantragen können. Das heißt, ihre Wohnung wird nicht auf Angemessenheit überprüft, sondern die sollen sie behalten können. Und das Vermögen muss nicht erst aufgebraucht werden, sondern man kriegt eher Hartz-IV. Das ist aber, so wie ich das gehört habe und so wie mir die Experten und Expertinnen das erzählt haben, einfach total extrem abhängig von den Mitarbeitern, von den Sachbearbeiterinnen in diesen Arbeitsagenturen. Es gibt viele Fälle, wo das so ist, wo die Leute wirklich schnell in Hartz-IV kommen, dünne Anträge ausfüllen. Ja, und vor allem nicht ihr ganzes Hab und Gut verkaufen müssen. Das ist doch das Riesenproblem, dass sich der Übergang zu Hartz-IV normalerweise dazu zwingt, so gut wie alle deine wirtschaftlichen Ressourcen zu verbrennen. Bei Rentnern und Rentnerinnen ist das übrigens heute so. Gibt es ja auch viele, die da selbstständig sind, aber die sind total außen vor. Für die gibt es nicht mal das formale Recht auf einen leichteren Zugang zu Hartz-IV, sondern wenn die jetzt ihre Selbstständigkeit irgendwie aufgeben müssen, dann müssen die den ganzen vollen Hartz-IV-Brimborium mitmachen. Und es gibt eben aber auch wahnsinnig viele Fälle, wo dieser vereinfachte Zugang zum Hartz-IV eben nicht gegeben ist, wo die Leute diese ganzen 100 Seiten zugeschickt bekommen, wo sie erstmal gezwungen werden, ihr Vermögen aufzubrauchen. Also das ist extrem unbefriedigend geregelt. Und das ist umso ärgerlicher, als dass es in Europa Vorbilder gibt, wie das gemacht werden kann. Zum Beispiel UK. Wer hätte das gedacht? Da gibt es die Regelung, Selbstständige, die im vergangenen Jahr weniger als 50.000 Pfund verdient haben, bekommen jetzt vom Finanzamt einen Scheck ohne Antrag über 80% ihres Vorjahreseinkommens bis zur Höhe von 2.500 Pfund pro Monat. Das ist doch mal eine Maßnahme. So, und das ist in anderen Ländern auch schon. Schweiz hat jetzt auch sowas Ähnliches beschlossen. Also in vielen europäischen Ländern, Links findet ihr in den Shownotes, in UK ist es auf jeden Fall so, ist die Lage besser für Selbstständige und vor allen Dingen für Solo-Selbstständige als in Deutschland. Also da gibt es Möglichkeiten und Ideen, das zu regeln. Und das, finde ich, ist ein dringender Appell, sich dieses Themas anzunehmen. Ja, und es ist aus meiner Sicht auch wirklich ein hartes Gerechtigkeitsproblem. Philipp, wir haben es eben schon gesagt. Ne? Es ist ein Sichtbarkeitsproblem, das sich aber eben dann übersetzt in eine absolute Geringschätzung gegenüber diesen Solo-Selbstständigen. Und ich finde, da sollten wir zunächst mal lernen und das dann auch konkret umsetzen in Hilfsprogramme, die auch tatsächlich funktionieren. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema, das leider auch sehr traurig ist. Aber ich denke, die meisten von euch werden es in den Medien schon mitbekommen haben. Weite Teile der westlichen Vereinigten Staaten von Amerika erleben in diesem Jahr eine Rekordhitze. Und die bleibt nicht ohne Folgen. In Kalifornien wurde der heißeste August seit Beginn der Aufzeichnung gemessen. Hinzu kam extreme Trockenheit. Und das ist eine, wie man sich vorstellen kann, hochexplosive Mischung, was Brände angeht. Und das führt dazu, dass weite Teile Kaliforniens zurzeit, wie auch schon in den vergangenen Jahren, aber in diesem Fall ist es besonders schlimm, von großen Waldbränden und Steppenbränden betroffen. Ja, und nicht nur Kalifornien, sondern auch Oregon, also da weiter. Stimmt, die ganze Westküste. Die ganze Westküste ist betroffen. Also das ist, man denkt so, Waldbrände, ja, da verbrennt Wald. Da verbrennen ganze Städte. Natürlich gibt es wieder Äußerungen von Donald Trump, die einem den Atem rauben. Er sagt, die Demokraten sind schuld, weil natürlich die Demokraten in Kalifornien regieren. Dabei gehören 60% der Waldfläche dem Bund, also dem
Für die er und seine Leute zuständig sind, in so einer Diskussion mit dem Gouverneur, der ihnen sagte, naja, also wir sehen irgendwie das schon hier als Anzeichen für Klimawandel. Und dann sagt Trump sinngemäß, naja, nicht sinngemäß, sondern wörtlich, mach dir keine Sorgen, es wird wieder kälter. Wenn Winter ist. Und der Gouverneur sagte dann, ja, wir vertrauen aber den Wissenschaftlern. Und dann sagt Trump, naja, die Wissenschaftler, they don't know. Sie wissen es einfach nicht. Aber Donald weiß es. Donald ist fest davon überzeugt, hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern, und das ist kein Witz, ja, Donald Trump meint, das Problem sei, dass die Wälder zu schlecht bewirtschaftet würden. Ja, das heißt also, tote Bäume würden nicht rechtzeitig gefällt, der Wald würde nicht gelichtet und insofern liege da einfach zu viel totes Holz und zu viel Laub rum und das brenne nun mal eben ganz doll. Ja, und da gibt es auch Studien, die eher darauf hindeuten, dass eben totes Holz im Wald durchaus Feuchte speichern kann und Feuchtigkeit speichern kann, also dass das auch nicht einfach so ertragbar ist. Und wir könnten uns jetzt wieder über Trump aufregen, müssen uns auch, aber mir geht wirklich so ein bisschen die Luft aus und man kann einfach nur sagen, es sind noch anderthalb Monate und dann muss dieser Typ weg sein. Man möchte gar nicht wissen, wie der erstmal regiert, wenn es ihm nicht mehr um eine Wiederwahl geht. Diese Wiederwahl ist ihm ja unfassbar wichtig in seinem narzisstischen Wahn, aber wenn die erstmal gesichert ist, möchte ich gar nicht wissen, wie er dann durchregiert. An der Stelle kann man wirklich nur nochmal diesen ja auch schon verschiedentlich zitierten Buchtipp wiederholen, How Democracies Die, denn die Präsidentschaft von Donald Trump liest sich wirklich so wie so eine Art Drehbuch, wie man eine Demokratie ruiniert. Aber das soll gerade gar nicht Thema sein, Philipp, wir wollen im Gegenteil einfach uns nochmal so ein bisschen genauer das Thema Erderwärmung oder das Framing, das dahinter steht, angucken. Denn schon Erderwärmung oder Klimawandel sind ja im Grunde euphemistische Begriffe. Ja, weil natürlich jetzt diese Debatte losgegangen ist, mal wieder angesichts dieser auch in den Medien ja extrem präsenten Temperaturen, Waldbrände, Fluten, Zerstörung, dass der Klimawandel offensichtlich nicht droht, sondern er ist da und die Klimakrise ist da. Ja, also es gibt hier auch in Proceedings of National Academy of Science, die haben nochmal so eine Studie, wonach 2070 3,5 Milliarden Menschen in Gebieten wohnen könnten, in denen Durchschnittstemperaturen herrschen, die das Überleben kaum möglich machen. Das wären ein Drittel, wenn es dann 10 Milliarden Leute auf der Erde sind, ein Drittel der Bevölkerung, die in Gebieten wohnen, die eigentlich unbewohnbar sind. Und wir haben heute schon so viele Hinweise darauf, dass wir mitten in dieser Klimakrise stehen. Und viele Leute sagen dann, ja, wir haben also kein Erkenntnisproblem, wie vielleicht bei Corona, sondern eher ein Handlungsproblem. Und da gibt's halt in der Journalisterei jetzt so eine Debatte, muss man diese Begriffe anpassen, ja, muss man ändern. Also da gibt's ein interessantes Paper, haben wir verlinkt, von Thorsten Schäfer, Professor für Journalismus in Darmstadt, der für die Taz so ein Papier mal aufgeschrieben hat, bei welchen Begriffen lohnt es sich denn, sie zu ändern und bei welchen sollte man sie so belassen. Das eine ist diese Frage Klimakrise oder Klimawandel. Und da tendiert er eher dazu, das bei Klimawandel zu belassen, weil er sagt, es auch mit Etablierung zu tun hat. Zitat, mit seiner Etablierung fand im Laufe der Zeit eine Deutung statt, also Etablierung des Begriffs Klimawandel, eine Deutung statt im Hinblick auf eine riskante, gefährliche und so mittlerweile valide, erforschte und mehrheitlich etabliert, vor allem menschengetriebene Entwicklung. Und die Kontraargumente verkennen diese Etablierung und behandeln das Wort, als sei es gerade neu auf die Agenda gekommen. Also da spricht er sich dafür, Klimawandel beizubehalten, weil es eben etabliert ist. Anders sieht es zum Beispiel bei Erderhitzung aus. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich ersetzen würde. Ich würde nicht mehr für Erderwärmung reden, sondern ich würde von Erderhitzung reden. Und er sagt, im Prinzip kann man das so machen, weil es tatsächlich eine bessere Beschreibung ist. Weil Erderwärmung verbinde ich immer so mit einem warmen Sofa und einem warmen Wohnzimmer im Winter eigentlich einer positiven Sache. Während Erderhitzung auch angesichts dieser Temperaturen und dieser Szenarien, mit denen wir da konfrontiert sind, glaube ich, der treffendere Begriff ist, ohne zu viel Panik zu machen. Und er schreibt, es könnte die Mischung sein, die zum Erfolg führt. Also Katastrophe und Konstruktivität, Warnung und Zukunft, was in Beiträgen die Frage nach vorhandenen, einsatzbereiten Lösungen, erst zu entwickelten Ideen, Plänen und Absichten sowie schon funktionierenden Erfolgen einschließt. Also sowas wie konstruktiver Journalismus. Also einerseits zu warnen und den Phänomenen klare, drastische Begriffe zu geben, aber gleichzeitig auch eben sie in den Kontext zu setzen und Perspektiven zu eröffnen. So, das fand ich einen ganz interessanten Ansatz.
Worte sind wichtig, um die Realität treffend zu beschreiben und sie können auch verharmlosen, aber nur jetzt Worte zu ersetzen, wird uns nicht dazu antreiben, mehr zu handeln, glaube ich. Nee, denn das große Problem ist ja, dass einfach jedenfalls breite Kreise der Menschen, die in der Politik Verantwortung tragen, letzten Endes sich mehr oder weniger entschlossen haben, den Klimawandel oder die Erderhitzung, wie immer man das formulieren soll, auszusitzen. Also mir scheint, die Fakten liegen doch relativ deutlich auf dem Tisch, aber wenn man zum Beispiel in Deutschland am Beispiel dieses sogenannten Kohleausstiegsgesetzes, ne, der ja im Wesentlichen ein Kohleverlängerungsgesetz ist, man gesehen hat, sind jedenfalls Union und SPD eigentlich nicht so wirklich gewillt, energische Schritte einzuleiten. Man versucht, das dann immer zu begründen mit den paar Arbeitsplätzen, die da betroffen sind. Ja, 15.000 vielleicht oder 20.000, aber meine Güte, wir haben so viele andere Branchen, in denen viel mehr Menschen arbeiten. Das scheint mir ein Scheinargument zu sein. Also mir fehlt da einfach der wirkliche politische Wille zum Umsteuern. Und insofern bin ich auch so ein kleines bisschen skeptisch, ob es da mit Worten allein getan ist, sondern das scheint, das haben wir ja auch schon in der Lage verständlich angesprochen, das hat schon auch eine Menge zu tun, glaube ich, damit, wie wichtig es den Menschen wirklich ist, hier jetzt Vorsorge zu betreiben und wirklich politisch umzusteuern. Und das muss ich halt auch umsetzen in Wahlen. So, richtig, ne? Und gerade auch von dem Hintergrund dieser staatlichen Maßnahmen angesichts der Corona-Krise, da waren wir ja zu enormen, schnellen und tiefgreifenden Schritten in der Lage, ohne dass das sogar noch einen konstruktiven Touch hätte. Das ist einfach nur Verhinderung, ne? Und deswegen ist für Corona auch der Begriff Krise treffender, weil es eben ein Phänomen ist, was auch wieder vorbeigeht, während bei Klimakrise das eben nicht der Fall ist. Deswegen ist Klimakrise, finde ich, ein falscher Begriff, das sagt auch das Paper der Taz, weil es impliziert, es geht wieder vorbei. Und das ist bei der Erderhitzung eben nicht so. Und ich finde gerade auch vor dem Hintergrund, wie massiv wir zum Handeln in der Lage waren, ist das Nichtstun oder das zu wenig tun bei diesen Klimaproblemen wahnsinnig frustrierend. Altmaier sagt, ja, gesteht ein, wir haben ein bisschen spät angefangen zu handeln und zu wenig getan. Diese Einsicht, die ist gut, aber das reicht halt hinten und vorne nicht aus. Und gerade eben auch, weil vieles von dem, was wir jetzt machen müssten, um diese Erderhitzung zu begrenzen, ja Investitionen sind. Da investieren wir in eine bessere Infrastruktur, in eine nachhaltigere Wirtschaft. Ja, man baut da ja tatsächlich auch neue Jobs auf. So, ja. Es ist ja jetzt nicht so, als es einfach alles nur Geld kostet, sondern ganz im Gegenteil, man investiert ja in einen hoffentlich irgendwann mal auch selbsttragenden Ökoaufschwung, ne? Aber gut. Auf ein Interview wollte ich noch kurz hinweisen, das war auf spektrum.de mit dem Kollegen Dirk Steffens, der ist Wissenschaftsjournalist und Filmemacher vor allen Dingen, macht beim ZDF Terra X diese Dokumentarreihe und wurde zu diesen Problemen befragt, also einerseits natürlich, wie geht man so mit Menschen um und wie nennt man Menschen, die behaupten, den Klimawandel gäbe es nicht oder die Erderhitzung gäbe es nicht, aber eben auch zur Frage, wie geht man eben mit Leuten um, die ähnliche wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich von Corona leugnen. Und da fand ich, hat er ein paar ganz interessante Sachen gesagt, Zitate, die ich euch hier mal zu Gemüte führen wollte und vorführen sollte. Er sagt, also A, es ist eine große, große Mehrheit, die diese wissenschaftlichen Erkenntnisse stützt, sowohl bei Corona als auch eben bei der Erderwärmung und der Erderhitzung. Es ist eine absolute Minderheit, die das verkennt und nicht wahrhaben will. Und deswegen ist sein Argument, wir dürfen uns nicht zu sehr mit diesen Leuten abgeben. Ja, wir dürfen nicht zu viel Zeit damit verschwenden, mit diesen Idioten, wie er das nennt, die Klimakrise und das Artensterben und auch die Corona-Krise nicht wahrhaben wollen. Es gibt einfach wichtigere Sachen. Und das ist ein ähnliches Argument wie bei den Rechtsextremen, dass man die Rechtsextremen eben manchmal auch rechts liegen lassen muss. Wir müssen also uns wirklich fragen, wir können das nicht totschweigen und drüber hinweggehen, aber wir müssen uns wirklich jedes Mal fragen, wenn wir drüber reden, müssen wir drüber reden. Ist es wirklich wichtig, unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Recherche auf diese Leute zu werfen? Und er sagt, zu glauben, man müsse auch abseitige Ansichten eine Plattform geben, das sei ein journalistischer Kernfehler. Das schafft den Eindruck, dass der Unsinn eine Berechtigung hat. Man kann diese Leute mit Sachargumenten nicht überzeugen. Das haben wir gelernt und das sagt er, ist eine naive pädagogische Haltung, zu versuchen, so diese Verschwörungsfantasten und diese Rassisten mit Argumenten bekehren zu wollen, sondern wir müssen sie einfach dann auch liegen lassen und uns darum kümmern, die wirklich wichtigen Fragen rauszufinden und eben
zu präsentieren. Ja, das, ja, dann wäre auch meine Einschätzung, dass tatsächlich die enorme journalistische Aufmerksamkeit, die auf solche Leute gerichtet wird, auch dazu zu einer Fehlwahrnehmung führt. Ne? Sie führt zu einer absoluten Verzerrung der Perspektive. Man denkt, das müssen ja unglaublich viele sein. Ja, man geht quasi von einem riesengroßen Feuer aus, nur weil da so viel Qualm ist. Aber in Wirklichkeit sind diese Leute einfach nur wahnsinnig laut und nerven halt ihre gesamte Verwandtschaft. Ich höre das immer so von Freunden und Bekannten, die jetzt irgendwie so in Familien-WhatsApp-Gruppen immer den einen durchgeknallten Onkel haben, der so, sich so als Klimawandel-Skeptiker profilieren will. Ja, das zum Beispiel ist auch so, nur als Fußnote, Klimawandel-Skeptiker wird als Begriff auch kritisiert, weil es so ein philosophisches Mäntelchen ist, weißt du, also diese Skeptiker, sondern es eigentlich muss man sagen, sind Wissenschaftsleugner und Leugnerinnen, so, das ist so der große Begriff, die einfach leugnen, dass es diese wissenschaftlich gefundenen Erkenntnisse gibt und sie anzuerkennen. Ja, das ist eben das, genau, und das Schöne ist ja im Wort leugnen, dass es eben schon impliziert, dass was Wahres dran ist. Na, das ist ja das Schöne beim Leugnen. Dass sozusagen das, was geleugnet wird, ja, Leugnen ist schon verdammt nah am Lügen. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt auch eine ganz gute Konnotation. Ja, letzter Punkt, Philipp. Du warst vor einiger Zeit in London und hast da noch ein paar O-Töne eingesammelt und ein bisschen Atmosphäre. Und das finde ich ja immer, Philipp, noch bevor wir uns überhaupt näher persönlich kannten, war ich ja schon ein Riesenfan von Philipps Podcasts und zwar insbesondere von den Podcasts, wo er so ein bisschen reportagig unterwegs ist. Ich finde, das ist immer noch Philipps absolute Königsdisziplin, Reportage und Atmosphäre. Und jetzt warst du in London und da bin ich ganz gespannt, was du uns zu berichten hast. Ja, ich war letzte Woche in London, weil Julian Assange da vor Gericht sitzt. Nicht, weil er angeklagt wäre, nicht, weil er verurteilt worden wäre, sondern weil geprüft wird, ob er an die USA ausgeliefert werden soll. Dort ist er ja angeklagt in 18 Punkten mittlerweile. Und wenn er in allen schuldig gesprochen werden sollte, dann sitzt er 175 Jahre lang im Knast für, und das kann man nicht oft genug betonen, für im Kern journalistische Arbeit. Man kann ihn als Person strittig finden, umstritten finden, schwierig finden. Haben wir in der Lage auch schon thematisiert, ne, die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden. Aber er hat mit diesen Veröffentlichungen 2010 im Kern zum Irak, zu Afghanistan und zu den Diplomatic Cables im Kern wichtige journalistische Arbeit geleistet, die im öffentlichen Interesse war und für die ist er jetzt angeklagt. Also insbesondere die Geschichte, das muss man vielleicht noch mal ganz kurz einfach zur Einordnung sagen, die Geschichte Collateral Murder, ne, da wo es im Kern darum geht, dass WikiLeaks ein Video veröffentlicht hat, das zeigt, wie einfach amerikanische Soldaten aus so einem Apache-Kampfhubschrauber sich darüber amüsieren, wie sie Zivilisten zusammenschießen. Ne? Das ist deswegen Collateral Murder. Genau, unbestrittenes Kriegsverbrechen eigentlich, was WikiLeaks damals veröffentlicht hat. Und ich war jetzt eben da, um mal so ein bisschen zu gucken, wie verläuft diese Anhörung und da auch mal mit ein paar Leuten zu reden. Und unter anderem habe ich kurz gesprochen mit John Shipton, das ist der Vater von Julian Assange. Und ich habe ihn eigentlich gefragt, wie es zu seinem Sohn geht. We ring, Julian's allowed a 10-minute phone call. After 10 minutes it cuts off. No visits. Now from next week, from last week onwards, one visit per month, 40 minutes. That's it. One visit per month, 40 minutes. And if you go in, you're not allowed to embrace him. His kids aren't allowed to embrace him. If you do embrace him, he has to spend another 2 weeks in isolation upon an isolation that's already there. So he's isolated in his cell 23 hours a day, occasionally gets to walk with other prisoners. If his kids embrace him, then no correspondence with any other prisoners in the jail whatsoever for 2 weeks. Ja, also der Vater schildert ziemlich eindrucksvoll, dass sie im Grunde nur telefonieren können, 10 Minuten pro Woche, dann bricht das Gespräch ab. Dann gibt es 40 Minuten Besuch pro Monat, wobei man sich aber auf gar keinen Fall umarmen darf, angeblich wegen Corona. Sonst sind für Julian Assange 2 Wochen Quarantäne fällig, wo er dann eben völlig isoliert gehalten wird. Aber auch so muss er 23 von 24 Stunden am Tag in seiner Zelle verbringen und bekommt maximal, ist nicht so ganz klar, ob er täglich oder nur gelegentlich mal 1 Stunde Hofgang, wo er dann auch mal andere Gefangene sieht. Und er ist nicht angeklagt in Großbritannien. Er ist auch nicht verurteilt in Großbritannien. Aber der sitzt jetzt fast schon ein Jahr da im Knast unter diesen Bedingungen. Und deswegen war ich auch hingefahren. Dieses Gerichtsverfahren ist
merkwürdig. Also diese Anhörung ist es ja. Ne? Also der wird jetzt angehört, es wird geprüft, ob der dem Auslieferungsgesuchen der USA stattgegeben wird. Und da wird jetzt diese Woche und nächste Woche noch angehört, dann wird es aber wahrscheinlich in noch neue Instanzen gehen. Also die Anwälte gehen davon aus, dass das noch ein Jahr, anderthalb so dauern kann und dass er da in dem Knast sitzt. Und dieses Verfahren selber ist auch merkwürdig. Ich habe mich da beworben. Also ein wichtiger Punkt an so Verfahren ist ja Öffentlichkeit. Also dass die Öffentlichkeit mitverfolgen kann, was passiert da eigentlich? Wie läuft dieses Verfahren ab? Und ja, es gibt nicht genug Sitze in Gerichtssälen, das kommt manchmal vor, aber das Platzangebot, was es in diesem Saal gibt, das ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Erstens. Zweitens, wer da reinkommt, das scheint total willkürlich zu sein. Also ich habe mit NGOs gesprochen, die hatten dann Briefe vom Justizministerium, die ihnen zugesagt haben, dass sie reinkommen. Die Wärter, die Security-Leute am Gericht haben gesagt, ja, interessanter Brief, aber der ist ja von gestern, deswegen kommt ihr heute nicht rein. Dann habe ich mich beworben, um da reinzukommen, bin ich reingekommen, aber ich habe einen Zugang bekommen für einen Videostream. Also das wird dann gestreamt. Mhm. Erstens, ich muss, wenn ich mit diesem Videostream anmache, die Kamera anmachen an meinem Laptop, damit irgendein Typ beim Justizministerium überprüfen kann, sitzt denn vor der Kamera auch der Typ, dessen Presseausweis ich hier für die Antragstellung vorliegen habe, dann werde ich reingeschaltet. So war das am ersten Tag. Am zweiten Tag bin ich schon nicht mehr reingekommen. Da habe ich mich reingewählt und bin immer wieder rausgeflogen. Ging halt einfach nicht. Bin wieder rausgeflogen. Ja. Eingewählt, bin wieder rausgeflogen. Nicht nur, dass es einen beschränkten Zugang gibt, sondern dieser beschränkte Zugang unterliegt auch keinen offensichtlichen, nachvollziehbaren Regeln. Wer reinkommt, heute kommen die rein, morgen kommen die rein, dann kommen die wieder nicht rein, dann funktioniert der Livestream, dann funktioniert er nicht. Assange hat sehr wenig Kontakt zu seinen Anwälten. Im Gericht ist die Richterin schwer zu verstehen, im Livestream ist sie schwer zu verstehen. Die Einlassungen der Beteiligten sind im Livestream schwer zu verstehen. Also dieses ganze Ding ist unwürdig einer Demokratie. Also es wirkt einfach alles andere als rechtsstaatlich, es wirkt willkürlich und insbesondere auch aus meiner Perspektive finde ich diese Haftbedingungen schon extrem hart. Ich meine, klar, es ist auch in Deutschland so, dass Untersuchungshaft typischerweise wesentlich härter ist als Strafhaft. Das hat schlicht und ergreifend den Grund, dass in der Untersuchungshaft es ja darum geht, Verdunkelungen zu verhindern. Also mit anderen Worten, der Kontakt mit der Außenwelt muss eben oder wird regelmäßig in der Untersuchungshaft deutlich stärker eingeschränkt als in der Strafhaft. Das ist so, ja, obwohl die Menschen noch nicht verurteilt sind, sind die Bedingungen schlechter aus bestimmten sachlichen Gründen heraus. Man kann über Details streiten, ob das immer so sein muss. Also insofern, dass U-Haft härter ist, d'accord, aber der gute Mann sitzt ja noch gar nicht in U-Haft. Der gute Mann sitzt ja einfach nur in Auslieferungshaft und wie du sagst, Philipp, er ist nicht verurteilt und ihm werden in Großbritannien ja auch gar keine Vorwürfe mehr gemacht. Es gab mal Vorwürfe gegen ihn, weil er quasi Bewährungsauflagen verletzt hat, das hat aber abgesessen. Er war ja auch mal eine Weile in Strafhaft, in britischer Strafhaft, die ist aber abgegessen. Insofern kann man sich da, glaube ich, wirklich nur wundern, aber du bleibst da am Ball. Ich bleib da am Ball, ich fahre da nächste Woche auch nochmal wieder hin und ein Punkt ist natürlich auch, man fragt sich, machen die das mit allen so oder ist das nur ein Assange-Sonderbehandlung? Aber das würde ich sagen, können wir noch nicht sagen. Das können wir nicht sagen, aber es ist in beiden Fällen schlecht. Ja. Also wenn sie das mit allen so machen, ist das irgendwie merkwürdig und wenn sie das nur mit ihm machen. Ist fast schon schlimmer. So, kannst du dir aussuchen. Finde ich jedenfalls sehr gut, Philipp, dass du da am Ball bleibst und dir das nochmal anschaust. Und bin sehr gespannt, was da für ein journalistisches Format draus wird. Ja, da bin ich auch gespannt. Dann machen wir jetzt die Verabschiedung. Ich habe oben noch einen Link vergessen, den ich euch unbedingt ans Herz legen wollte, zu diesen Überbrückungshilfen. Das ist Cueno oder Cuano.de. Also Link findet ihr in den Shownotes. Das ist der beste Berechner für diese Hilfen. Welche Hilfen gibt es? Auf welche habt ihr Anspruch? Das haben so Nerds zusammengeschraubt. Wenn es darum geht, welche Hilfen kann man beanspruchen, da muss man vorbeigehen. Wunderbar. Ja, und apropos Hilfe, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch vorstellen könnt, die Lage zu unterstützen mit so einem Soli-Abo. Dann klickt doch bitte mal auf den Link, den ihr auch in den Shownotes findet, zu unserer kleinen Umfrage, welche Zahlungsmittel euch die allerliebsten wären, damit wir so einen kleinen Überblick bekommen, wer da möglicherweise noch mitmachen würde bei unserem Abo und auf welche Weise er uns am liebsten ein paar Euro in den Hut werfen möchte. In diesem Sinne wünschen wir ein schönes Wochenende, genießt die warmen Tage, kommt gut in die neue Woche, bis bald. Bis bald.